So. Laden wir mal die Daten und dann schauen wir doch auch mal, wie es hier weitergeht. Ich traue dem Ganzen hier nicht mit den explosiven Fässern. Das gefällt mir nicht. Ja! Kleiner Hund. So, komm mal rum, komm mal rum. Zeig dich mal. Hallo? Ja, so geht das. Oh, da ist noch einer. Das ist nicht so schön. Oh, hier drüben auch? Willst du mich verarschen? Lass mal laden hier. So, das war's für den. Das finde ich gut. Nochmal speichern. Oh, hier ist gar keiner. Okay. Ah, doch, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Könnte man auch eleganter lösen. Lass normal machen hier. Okay, wir nehmen mal. Ach komm. Wir lasern den weg. Okay. Lass mich bloß in Ruhe, du blöde Fliege. Gut. Ich nehme wieder das Sturmgewehr. Und ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's jetzt. Nein, war's nicht. Okay, ich gehe nochmal in Deckung. Oh, diese blöden Fliegenviecher, die sind echt nervig. Verdammt mich nochmal. So, ich speichere trotzdem mal, weil wir ihn schon ganz gut erwischt haben, glaube ich. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, weißt du was, ist mir egal. Speichern, weiter. So. Haben wir doch ein paar von diesen hässlichen... Ach, sehen die Pui aus. Von diesen hässlichen Gorilla-Viechern platt gemacht. Und ich hoffe, jetzt sind auch alle weg. So. Was? Wie meinen? Okay. Wenn ihr wollt, dass ich da reingehe. Ach! Aber ich konnte die Tür erst öffnen, nachdem ich sicher war, dass sie das Gebiet gründlich gesäubert hatten. Na klar doch. Das hier ist der letzte Eingang in den Nanda-Komplex. Alle anderen Zugänge wurden versiegelt, um die Invasion einzugrenzen. Als uns klar wurde, dass sie es tatsächlich bis hierher schaffen könnten, haben wir Streichhölzchen gezogen, um festzulegen, wer hier bleiben musste, um sie reinzulassen. Wie Sie sehen, habe ich verloren. Meine Kollegen warten oben auf dem Landereaktor. Auf Sie, klar. Zurzeit ist der Reaktor heruntergefahren, aber auf Ihrem Weg nach oben können Sie ihn ja aktivieren. Den Kern müssen Sie sowieso fluten, um in die Teleporter-Labors zu gelangen. Sie sind natürlich nicht berechtigt, darüber auch nur das Geringste zu wissen. Aber wie ich sehe, wissen Sie ohnehin schon über sehr viel mehr Bescheid, als Sie eigentlich sollten. Ja, gut. Wir haben es offenbar geschafft. Wir sind im Lambda-Komplex angekommen. Gut, dann machen wir mal auf hier, Kollege. Machst du mir bitte auf hier? So, langsam. Danke. Sehr schön. Okay, du bleibst hier, oder wie? Willst du nicht mitkommen? Na gut. Also, irgendwie komisch. Na gut, wir können erstmal richtig schön wieder unser Leben aufladen. Alles, alles können wir aufladen. Ist das nicht ein Traum? So, gut, fast alles. Aber zumindest haben wir unglaublich viel Energie und fast volles Leben. So, da sollte man vielleicht nicht drauf schießen. Ich gönne mir den Spaß trotzdem mal. War Lama es erwartet, muss ich sagen. Na gut, dann hören wir auf. Wir müssen mich hier lassen, Freeman. Warum? Ach, bleibst du halt von mir aus. Ist mir doch völlig Rille. Ist mir völlig egal. Gut, gibt's ja was? Waren Sie auch bei der Waffenforschung? Oh, hallo. Ich habe das Gluonengewehr entwickelt, aber ich bringe es einfach nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Oh. Sie sehen aus, als hätten Sie da weniger Probleme. Darf ich das jetzt ausprobieren an jemanden? Oh, ich freue mich. Lass mal sehen. Oh, ich glaube, ich hätte gar nicht so lange draufhalten müssen. Ja, ich glaube, die Waffe könnte mir gefallen. Aber wisst ihr was? Ich spare mir die Munition. Und nehme einfach alles mit, was wir kriegen können. Wir müssen ja nicht sinnlos das Zeug verballern, aber zumindest haben wir jetzt mal gesehen, wir haben wieder eine neue, schöne Waffe bekommen.
Also, dann los. Ja, komm einfach mal mit. Kann nicht schaden. Allerdings müsstest du natürlich deinen Schritt etwas beschleunigen, mein Freund. Sonst wird das nix hier. Weiter gehe ich nicht. Ja, Pech gehabt, ne? Tschüss, bis bald. So, ich trinke mal kurz was. Ja. Ach so. Kleiner Schluck Orangensaft, sehr schön, sehr schön. Oh, hier sieht es schon nicht mehr so gut aus. Ich glaube, wir müssen uns auf Kämpfe einstellen. Wer macht denn hier die Scheiben kaputt? Welcher Idiot? Na gut. Oh, hi. Wartet. So. Haben wir die zwei Freunde ein bisschen hier bei ihrem Plausch gestört? Oh, fuck. Ja. Das hast du den. So, den da hinten, den können wir wieder mit der Pistole. Ah! Fuck you! So, haben wir gerade nochmal so hingekriegt, bevor er seinen Laser abgefeuert hat. Okay. Das Blöde ist, die lassen keine Munition fallen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht sollte ich mit den Explosivkisten ein bisschen mehr arbeiten. Das könnte mir durchaus ein wenig Munitionsersparnis bieten. Wer hat denn da gerade so geächtzt im Hintergrund? Und wer macht hier schon wieder diese Geräusche? Hallo? Gibt's hier was? Nee. Hätte er sein können. Wäre ein gutes Versteck gewesen. Okay. Gehen wir erstmal nach ganz unten. Ja, ich habe irgendwie gerade kein so richtiges Vertrauen in diese Anlage. Mangelndes Vertrauen bestätigt. Gut, wir gehen trotzdem erstmal weiter. Müssen wir denn hier lang? Sieht so aus. Oh, mach mal wieder zu, mach wieder zu, du Horst. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Du bist blöd. Meine Güte, ist es denn zu fassen? Gut, Revolver. So, das war das mal für den. Und ich glaube, den haben wir noch erwischt, bevor die Tür wieder zugegangen ist. Okay, dann... Nee, die vielleicht nicht so. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn das so weitläufig ist. Ja, speichern wir und weiter. Was? Nix da. Kannst du vergessen. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt, die Viecher. Wer macht denn hier diesen Krach? So, räumen wir einfach mal aus Prinzip weg. Warum der Kran ja so hin und her macht, weiß ich auch nicht, aber ist mir auch gerade ziemlich wumpe. So, dann schauen wir mal hier bei der Pumpenstation. What? Willst du mich verarschen? Was? Du ekliger kleiner Bastard. Ich habe das bisher auch noch gar nicht gesehen. Die haben ja noch einen dritten Arm aus dem Bauch ragen. Das ist ja pfui. Also gehen wir mal davon aus, dass es ein Arm ist. Ich will ja nicht an irgendwelche anderen Sachen denken dabei. Ach nee, schrecklich. Und ich sehe gerade, wir haben fast keine Pistolenmunition mehr. Was ist denn hier los? Das ist ja unglaublich. Ich könnte mal wieder ein Waffenlager gebrauchen. Und ich sehe gerade, ich muss noch mal ganz kurz nach unten gehen. Nochmal. Ja, danke schön. Aber es könnte egal sein. Na gut, nicht ganz, aber besser als vorher auf jeden Fall. Ich stelle mich echt gut an. Ich stelle mich echt super an gerade, glaube ich. So, gehen wir weiter. Und ist der Dampf ungesund? Ja, ist er. Das dachte ich mir fast. So, kommen wir hier durch, ohne getroffen zu werden, ist die Frage. Nein, kommen wir nicht. Gut, scheint sich nicht ändern zu lassen. Scheiß drauf. Hallo, Headcrabs. So, vielleicht können wir aber hier... Hey! Hallo! Ja? Schaust du vorbei? Schaust du vorbei, Kleiner? So. Okay. Kriegen wir den auch? Ich weiß es nicht so richtig. Hallo? Headcrab? So, noch bevor er sich umdreht, ist mir auch recht.
Für die Pumpgun habe ich noch unglaublich viel Munition, stelle ich gerade fest. Da kann ich es dann vielleicht gleich so machen, anstatt hier immer die Pistole zu benutzen. Oh, hi! Was? Nein, 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 nein! Oh, komm, scheiß drauf. das war jetzt total heldenhaft. Ich geb's zu. Gut, Och nee. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hänge an dem Ding dran und währenddessen kommt das Vieh angeflogen. Ach, komm schon. So, machen wir das mal so. Spuck deinen Dreck aus, ist mir recht. So, diesmal speichere ich aber auch gleich. Tschüss. So geht's auch. So geht's auch. So, dafür habe ich auch bloß noch 50. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird langsam eng hier mit der Muni. Ihr solltet mal wieder ein paar Militärtypen mehr vorbeischicken. 20 Energie jetzt auf. Ich fürchte nur, mit den Militärtypen hat es sich so langsam ausgemilitärt, weil... ich habe mal einfach drauf gedrückt, weil ist ein Schalter, den man bedienen kann, ne? Wie man das eben so macht. Aber ich glaube, wir müssen die Pumpen mehr bedienen. Oh ja. Hier tut sich was mit dem Wasser. Wir gehen mal schauen, ob es da unten irgendwas gibt. Ich speichere vielleicht trotzdem vorher. Kann man hier irgendwas machen? Oh, hi. Der lebt ja noch. Schade. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Aber hier gibt es rein gar nichts da unten. Gut, ich will nur noch mal ganz kurz schauen hier bei diesem Flow to Main Reactor. No Access. Ja, von mir aus. Gibt's eben No Access dazu. Gut, wir haben Pumpe 2 aktiviert. Fehlt noch Pumpe 1 wahrscheinlich. Wo auch immer die sich versteckt. Wir gehen mal schauen. Wir gehen mal schauen. Ach, ich sehe gerade. Och nee, oder? Och nee. Hätte ich das mal gleich gesehen. Na gut, was soll's. Kommt davon, wenn man blind ist. Kann man nichts machen. Ich bin eben alter Blindfuchs. Das ist eben so. Ah, jetzt sind auch hier die Teile mit ein bisschen geflutet. Das ist sehr schön. Gut. Kommen denn hier Gegner auf dem Rückweg? Ich weiß es nicht, aber es sieht nicht danach aus. Ich wechsle mal wieder auf die Pumpgun. Ich könnte auch ein bisschen die Armbrust benutzen. Dafür habe ich ja auch einiges an Muni gerade. So, ich glaube, wir müssen da drüben lang, ne? Ja, sieht ganz so aus. Hier war irgendwo eine 1. Ja, genau, hier. Coolant System 1. Okay. Speichern. Nachschauen. Alles gut. Okay. Was? Ach, du bist es. Weißt du, Kollege? So geht's aber nicht hier. So, machen wir gleich so. Dann sparen wir uns nämlich unser Leben an der Stelle. Speichern nochmal und schauen mal, wer... Ja, natürlich. Oh, hier ist noch einer. So, wie viel halten die denn davon aus? Auch einiges, muss ich sagen. Ja, einiges. Man konnte es ja mal probieren. Ich wollte mal schauen. Da kann ich auch mal schauen, wie stark die Armbrust durchhaut. Oh, die ist aber ziemlich gut, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Tatsächlich. Wahnsinn. Wow. Die Armbrust habe ich echt unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so reinhaut. Und ich glaube, die werde ich demnächst ein bisschen öfter benutzen als bisher noch. Ja, Verseuchung hast du hier schon die ganze Zeit. Hast du dich mal umgesehen? In diesem Drecksladen ist alles verseucht. Sowohl von Aliens als auch von radioaktiver Flüssigkeit. Oh, hi. Komm, zu mir. Ja, mein Kleiner. Nicht gegen die Wand hauen, gegen den Headtrap natürlich. Gut, wir bleiben trotzdem erstmal bei der Pumpgun, würde ich sagen. Und... Oh, hi, natürlich. Tschüss. So, dann hast du den. Auch der hat's erlebt. Und ich hoffe, das war's doch jetzt ja an Gegenwehr, hä? Noch wer?
Niemand, das ist sehr schön. Aha, so ist das also. Bist zu spät zur Party gekommen, wa? Noch einer. Mensch. Okay, ist dann jetzt Ruhe, ja? Hier. Okay, sehr gut. Dann werfen wir das Ding mal an. Kommt noch einer? Nein. Ihr flutet wieder schön und ich schau mal wieder unten nach, ob hier nicht doch irgendwas ist. Wer weiß. Gut, gehen wir nach oben. Die Anlage ist jetzt komplett gekühlt. Die Pumpensysteme laufen wieder und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt davon haben. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von nichts. So, nochmal speichern. Und dann schnell wieder zurück nach vorn. Okay, hier ist jetzt auch alles geflutet. Wunderschön. Hier kommt auch kein neuer Gegner. Das finde ich sehr gut. Ah, wer weiß. Was plappert er? Ich verstehe kein Wort.